Ich habe schon wieder das perfekte Timing. Kaum habe ich so eine Katakombe gefunden, wird es draußen plötzlich voll sonnig. Was ist denn hier los? Das klingt irgendwie so verdächtig. Wie, hier sind so blöde Streitwegen wieder. Los. Kämpfen hier gegeneinander. Ewigen Krieg. Kämpfen gegeneinander. Okay, wer ist da wer? Alles Gegner. Ist auch so eine Art ewiger Krieg, dass sie sich gar nicht besiegen können. Die kämpfen auch da. Der Chef ist irre geworden, der Radan. Den Soldaten geht es nicht so viel besser hier. So, und ihren Seelen, die finden keine Ruhe. Ups, hab ich nicht aufgepasst. Roll weg! Wenn man so nah dran steht, dass man gar nichts mehr richtig erkennt, das ist immer ätzend. Okay, wunderbar. Puh. Auf jeden Fall gut Schaden gemacht. Es wäre besser gelaufen, wenn ich etwas gesehen hätte, aber auch unabhängig davon. Machen die wofür Schaden? Die machen normalen körperlichen Schaden oder machen irgendeine Art von Magie oder Heiligschaden? Ja. Und zwar eine schlechte Idee, ohne Sonnenbrille in die Katakomben zu gehen hier. Mal vielleicht gleich welche hier oben bekämpfen. Sind, glaube ich, die schwerer, die gefährlicheren. Mal die Ausdauer alle. Ja, also springe ich auch nicht so einfach irgendwie komplett in den Tod. Gab es hier nicht eine Treppe? Ups. Das habe ich. Ich will nicht da unten kämpfen, idealerweise. Es ist ein bisschen mühsam, hier so zu kämpfen. Wo kommst du denn her? Respawn die ganze Zeit? Ich dachte, jetzt finden die Seelen vielleicht ihren Frieden, wenn ich sie mal gekillt habe hier. Gegen den Siff hier unten. Ich
Das meine ich. Wo kommt der schon wieder her? Jetzt hier. Jetzt ganz gut mit getroffen. Oder auch selber getroffen. Ups. Jetzt kommen die Spinner noch ums Eck. Soll ich das jetzt einfach ignorieren? Weil jetzt haben wir sie auch fast alle. Ja, zu lange umgegammelt, damit die Scharlachfäule. Gemeinsamer Feind und so. Ein bisschen Spaß gemacht, aber vielleicht sollte ich dann wirklich mehr ignorieren. Die wachsen ja nach. Das zählt nicht. Silberner Federtierfuß. Dum, 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 dum. Ist da hinten Truhe? Ja. Warten, dass die schön miteinander beschäftigt sind. Ich muss auch darauf achten, dass ich hier nicht einfach umkippe. Jetzt habe ich die Fäule ja eh schon einmal, also macht es keinen Unterschied, wenn ich hier weiter drin rumlaufe. Das ist also relativ wurscht. Aber ich muss regelmäßig dran denken, mir einen Trank einzuwerfen. Ups, das wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte doch hier weg. Hat er mich als einfach ausgeknipst? Wahrscheinlich war ich schon ein bisschen low durch. Den habe ich nicht mal gesehen. Das wäre mein Sonnentiming. Den habe ich gar nicht gesehen, dass er hinter mir war. Gegen die ist natürlich auch wieder der Flegel besser. Ist mir gerade so geblitzelt.
Und die machen noch einen Todesdebuff oder wie? Da habe ich jetzt ja Lust drauf. Oh, hi. Das war's jetzt hier schon? Ich dachte, hier geht's weiter. Was ist denn hier unten noch? Wie schnell sich das aufbaut, ist ein bisschen frech. Und dann die Kiste aufgenommen, ob es oben irgendwo weitergeht. Hier nicht runterspringen oder abstürzen. Ah, da zum Beispiel. Oder da. Da gibt's doch. Okay, da nicht. Jetzt nicht direkt. Da reinrollt, sehr schön. Versuchen, das mit dem Timing hinzubekommen. Au. Kann ich mehr laufen da? Dachte ich, kann ich ihn vielleicht staggern? Alles sehr erfahrene Krieger. Mir gefällt nicht mal der Helm von dem. Ich da denken könnte, ah, ich kämpfe hier noch ein paar Mal und kriege einen Helm. Ich will den Scheißhelm überhaupt nicht. Du hast einen Scheißhelm. Hä? Wo war das jetzt? Hä? War die nicht mehr ausgerüstet? Was zur Hölle? The fuck? Einiges. Alter, der hält aber auch was aus. Schade.
Hey, die sind mal echt nicht ohne hier. Die Kollegen. Es war so klar, dass ich da nicht zu früh rolle. Das Timing passt nämlich genau, dass wenn du da Rollen spammst, nachdem er dich getroffen hat, dass du genau in den Angriff reinrollst. Du musst irgendwie eine Drittelsekunde warten. Alter Verwalter, ist der hart, der Dungeon. Die machen viel Schaden und halten viel aus. Man darf da nicht Scheiße spielen. Rudi. Was ist da unten, meine Freunde? Nein, stopp. Und reicht es in zwei? Was ist denn hier los? Nicht schon wieder. Ja, du darfst natürlich ja durchhauen. Entschuldigung. Ach komm. Counter gemacht. Alter! Man hat echt nicht so viele Openings gegen den. Ich glaube, gegen die könnte parieren gut sein, aber ich irgendwie bin da so raus. Und ein paar Sachen weiß ich halt über dann über Elden Ring schon. Es gibt irgendwie noch so eine Kriegsasche für einen Schild, der irgendwie, ich weiß nicht genau, was er macht, aber der die Schilde, ich glaube, der die mittleren Schilde und so mehr auf die kleineren Schilde anpasst. Darauf wollte ich jetzt eigentlich warten. Nice, da schon lange seinen Bogen noch in der Hand behält. Das ist so lächerlich. Wand gehauen mit dem Counter. Ich werde bekloppt. Der Boss ist besiegt. Gott. Okay.
Der Raum, den wir vorhin von unten gesehen haben. Mal schauen, ob wir irgendwas entdecken aus dem Winkel. Auf der Seite kann ich da runterspringen. Hi. Steck's nicht da. Schöner Schlagabtausch. Einfach auf den Angriff ausweichen, nicht so viel blocken. Nein, nein! Mit dem letzten Zipfel hier noch kommen. Der eine Angriff mich fast komplett gekillt, weil ich ihn nicht getroffen habe, aber er durch die Ecke hauen darf. Oh Gott. Die respawnen bestimmt nicht. Die wohl anfälliger sind auch gegen die so gepanzert sind. Die sind eigentlich meine. Wenn man mal meine Ritterrüstung ist, ich habe ja ein paar schwere Rüstungen. Gucken wir doch mal die. Schlag. Ist gegen Schlag schon am schwächsten. Ja, gibt schon Sinn. Au! Alter, Brudi, du bist hier überhaupt nicht. Sind jetzt beide auf mich aus? Ernsthaft? Ist ja kein Bock drauf. Ich will eigentlich nur da durch. Ich hab gerade meine Ausrüstung angeguckt, du Nervenarsch. Schnauze. Okay. Gegen die ist so auch besser. Wo es ja nicht auf dem gleichen Niveau ist. Brauche ich bei den... Eigentlich bräuchte ich irgendeine Sonderwaffe, die ich mit den Dunkelsteinen upgrade. Die ich vielleicht für diesen... zu diesem Zweck benutzen kann.
schon weh. Relativ langsam, ich muss aber ein bisschen mehr ausweichen und nicht einfach mal alles fressen, was sie mir vorwerfen. Nichts. So super dunkel. Denke ich mal, ich kann mich dahinter ein bisschen Sicherheit bringen. Mir ist das scheißegal einfach. Ah, der letzte nochmal. Reinfäule Beinschutz. Muss ich meine Sachen angucken. Und eine Asche haben wir bekommen. Gibt halt Immunität. Auch ganz ordentlich im Vergleich zu den anderen. Und Radan hat auch schon 37, ist auch schon extrem gut. Das ist also spezifische. Von den berühmten Rittern der Reinfäule, die während der Zertrümmerung niemals besiegt wurden. Der Reinfäule kämpften an Malenias Seite, obwohl ihr Fleisch mit jedem Tag unweigerlich verfaulte. Ich bin schon ein paar Mal getroffen, da oben auch.
Zurück komme ich da oben nicht. Bin ich ganz sicher. Alter, hat der... Hat der Pfeil viel Schaden gemacht. Oh, damit kann ich auch, glaube ich, den Schild wegprügeln. Deswegen kann es auch mal lohnen. Komme ich mal wenigstens ein bisschen in irgendeine Art von Rhythmus gegen die. Sehr witzig. Haut er einfach ab. Das hat er auch gemerkt, nämlich jetzt, dass er keine Chance mehr hatte. Irgendwo hat sich eine schwere Tür bewegt. Ja, dann gehen wir irgendwo mal hin. Als nächstes würde ich sagen. Jetzt können wir den Weg nochmal zurückgehen, da wieder hoch. Ganz gut, dass wir, glaube ich, die Abkürzung... Na, Abkürzung ist ja nicht, auf diesen Weg jetzt gegangen sind, weil wir hätten es eh machen müssen. Und jetzt gehen wir das nochmal, genau. Sieht gut aus. Moin. Keine Feuertöpfe, wollte ich mal eine Begrüßung entgegenwerfen. Schon in die Ecke gebeamt. Ist auch gemein. Einfach zum Geist, wenn ich gerade einen guten Move gemacht habe. Muss noch mal da bleiben, sonst können wir nicht kämpfen. Im Gang ist noch ein bisschen scheiße. Schild plus Speer oder Schild plus so Hellebarde, so ein paar Kombinationen, die sind echt stark. Ich mag das bloß selber nicht spielen. Mag nicht, wie es aussieht. Mag den Look nicht. Also beim Kämpfen. Das Moveset ist ziemlich geil eigentlich, aber irgendwie gefällt es mir nicht. Sag mal.
was ein Bossfight das hier ist, ey. Zumindest bei mir. Ja, schön war's mit dir. Danke. Kommen Sie nie wieder. Aber das ist jetzt eh nur eine Sackgasse. Für die Doofen. Ich werde ja nicht belohnt für meine Schlauheit. Ich habe da hinten das schon entdeckt. Bin durchgegangen. Und die doofen Leute kämpfen halt gegen den und werden dann automatisch zurückgeschickt, weil es halt eine Sackgasse ist. Ich muss alles alleine erkannt. Das muss doch belohnt werden. Okay. Wo ist denn eine Tür aufgegangen? Ich habe keine Ahnung, wo jetzt eine Tür aufgegangen ist. Ja gut, das ist ja dann offensichtliche Weg hier, den wir auch schon gegangen sind. War hier irgendwo eine Tür? Da hängt der an der Wand. Ich sehe nichts. Ist da unten irgendwo eine Tür aufgegangen? Ich erinnere mich nicht. Noch weiter vorne gleich, die ich komplett übersehen habe. Möglich ist alles. So, hiermit macht man jetzt die Tür auf. Oder irgendeine Tür. Ich noch ein bisschen umgucken, vielleicht irgendwas übersehen hier. Da war noch nichts, oder? Hier geht es auch nicht runter. Das sieht nicht sehr einladend aus. Und hier vorne war noch keine Tür. Das ist schon der Ausgang. Da ist das Feuer. Nein, 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 nein. Jetzt müssen wir geradeaus weitergehen. Das habe ich noch gar nicht angeguckt hier, oder? Ja, guck. Hier soll ich lang gehen. Hier ist auch die Tür offen. Das passt ja. Perfekt. Ich kann nicht reisen, aber ich gehe auch nicht mit einem Heiltrank zum Bossfight. Ist also ein bisschen dämlich. Der Boss wohl auch so ein Kriegertyp ist. Ein Ritter. In Katakomben sind sonst oft auch Steinfiguren. Ich behalte mal den Flegel gerade. Wow, ein Baumgeist. Schon eine Weile nicht gehabt. Ich sehe nichts. Ich sehe gerade wirklich kaum was. Scheiße. Schon daneben gehauen. Passt. Au. Mhm, mhm.
Scheiß. Okay. Stinkender Baumgeist. Da holen wir uns aber unser Katana raus. Dass wir auch mit Feuerasche benutzen können. Den flammenden Schlag. Ich wollte nicht wissen, was ich hier gerade gelesen habe. Der verpasst mir die Seuche, aber die will ich, glaube ich, eh nicht. Ich glaube, die überstehe ich eh nicht. Machen wir das so. Also, ich werde eh nicht verhindern können, dass ich damit infiziert werde, meine ich damit. Wisst ihr was für den Fight? Setzen uns mal die Mütze von Radan auf. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Respekt mal. Auch der Baumgeist. Obwohl ich befürchte, dass der sich da gar nicht drum schert. Da finde ich wahrscheinlich alles scheiße. Erstes den Shit aufsammeln. Dann bereite ich das schon mal vor. Ich habe gestern mit einem Freund drüber gesprochen. Das ist beim Bossfight, wenn da schon die Seelen oder Runen oder wie auch immer, Blutechos so blöd liegen. Wenn man erst damit beschäftigt ist, die aufzusieben und dabei schon aufzusammeln, aufzuheben. Zwei Leute, die auf einmal gesagt. Und dann kassiert man schon so ein, zwei Attacken vom Boss, während er noch die Runen aufhebt. Ich war gerade mitten in der Animation, so eine Scheiße. Okay, das ist ein bisschen unspaßig. Reingerollt. Nein! Ach, fuck. Ja. Ja, wenn ich da die falsche Animation gerade laufen habe, wenn er das startet, dann erwischt er mich. Und wenn ich da nicht... Na, sagen wir mindestens 3/4 HP her, bin ich tot. Wir werden es jetzt ein bisschen anders aufteilen. So, ich brauche... Mal ganz kurz. Gift und Fäulnis. Das Geschick auch so. Das erhöht auch Immunität. Was? Ich greife den anderen Slot.
Sollte eigentlich jemand da hinten anvisieren? Ja, den muss ich ausweichen. Mach ich wieder leichten Angriffe. Zumindest in dem Fall. Zauber, schweren Angriff haben. Wo ist seine Schwachstelle? Da. Sauber. Asche des Rotmähenritters Oger. Ja, die sind mal stark, die Rotmähenritter. Ich sollte eigentlich anerkennen, dass ich auch eine rote Mähne trage und mich nicht angreifen. Sehen die nicht so richtig ein. Boah, ich bin so froh, dass ich aus dem Dungeon rauskomme. Ich sehe überhaupt nichts. Zurück zum Eingang. Vielleicht sind sie aber auch sauer, wenn ich einen Helm trage. Weil es ihr ehemaliger Chef eigentlich ist, der den haben sollte. So. Okay, das waren die Katakomben der Kriegsopfer. Dann gehe ich als nächstes mal da oben hin. Wir erkunden noch hier die Nordseite. Da gibt es noch ein bisschen was zu tun. War das gar nicht, was er... Meinte er das gar nicht? Ist da noch was anderes? Meinte er... Okay, ich bin nicht ganz sicher, warum das immer noch da ist. Habe ich die noch nicht geklärt? Und der Boss? Raus? Ha. Das schaue ich mir in der nächsten Folge mal an, was damit auf sich hat. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.